Willkommen zurück. Der Lord Abaddon-Skandal. Digitales Nachspiel. Kurz vorweg, meine Videos zu dieser Reihe sind alle unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das heißt, jeder kann, jeder darf und jeder soll auch, wenn er dann möchte, meine Videos nehmen und kann sie sehr gerne weiterverbreiten, wiederverwenden, bei sich hochladen und so weiter und so fort. Das hat auch schon jemand gemacht mit meinem letzten Video und hat das bei sich auf dem Kanal hochgeladen. Und das Verblüffende war, in kürzester Zeit hatte dieser User einen enormen Zugriff auf das Video. Hat mich sehr gefreut. Ich war sogar total überrascht, denn das Video hatte bei ihm immerhin 4.996 Aufrufe. Leider ist das Video dann urplötzlich verschwunden. Einfach weg. Warum auch immer. Der User selbst konnte ja nur sehr zufrieden sein. Das heißt, da muss irgendwas anderes im Spiel gewesen sein. Und was das war, das sage ich auch gerne. Denn wie im letzten Video angekündigt, geht es diesmal auch um die Machenschaften, die im Hintergrund ablaufen. Für alle, die mein vorheriges Video nicht gesehen haben, fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen, was bisher geschehen ist. Es fand ein Austausch provokanter Nacktbilder in einer extra dafür gegründeten Facebook-Gruppe mit dem Namen Imperial Bitches statt. Fans des Lord Abaddons wollten und sollten ihn mit den hochgeladenen Bildern unterhalten. Mit in der Gruppe und auch aktiv beim Posten von entsprechenden Bildern beteiligt, ein 13-jähriges Mädchen. Ihre Posts wurden dankend angesehen und vom Lord kommentiert. Auch als ihr Alter bekannt war, wurde das erstens ohne Probleme billigend toleriert und akzeptiert und zweitens wurde direkt und aktiv nach mehr Bildmaterial gefragt. Videos mit den Screenshots der Gruppe wurden veröffentlicht und so erhielt man einen Einblick in das Treiben dieser Gruppe und des Lords. Im Detail sah das Ganze so aus. Da im letzten Video gezeigt wurde, wer sich hinter der blauen Dame verbirgt, wird jetzt auch der entsprechende Nickname benutzt. Fangen wir an. Auftritt Jasmine Peerless. Sie schreibt nach einem Post ihres Bildes am 26.02.2012 um 17.16 Uhr. Tada! Userin X antwortet auf diesen Post unmittelbar am 26.02.2012 um 17.16 Uhr. Na, das nenne ich mal in diesen jungen Jahren einen Statement. Jasmine Peerless antwortet Userin X am 26.02.2012 um 17.17 Uhr. Ein Monat noch, dann bin ich 14. Der Lord betritt die Bühne und schreibt zu dem Bild von Jasmine Peerless am 26.02.2012 um 17.58 Uhr. Wir teilen einen Fetisch. Lass ihn uns ausleben. Es werden weiterhin fleißig Bilder ausgetauscht und wieder schreibt der Lord am 26.02.2012 um 1.58 Uhr. In dieser Gruppe sollten keine unter 16-Jährigen sein, da ich noch recht perversen Kram mit euch vorhabe und von euch fordern werde. Jasmine Peerless antwortet auf diese Nachricht vom Lord direkt am 26.02.2012 um 2.04 Uhr mit einem Hust. Man muss kein Interpretationsgenie sein, um zu verstehen, wie dieses Hust zu deuten war. So kommentiert der Lord umgehend auf Jasmine Peerless Post am 26.02.2012 um 2.04 Uhr wie folgt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Lord, Jasmine Peerless und weitere imperiale Bitches schreiben, posten und kommentieren munter weiter und folgen somit brav der Aufforderung vom Lord, der gern mehr und weitere Bilder zu seiner Belustigung haben möchte. Und so schreibt der Lord am 1.3.2012 um 23.42 Uhr, mich dürstet es nach Fotonachschub. Vielleicht kam kein Fotonachschub und deshalb fragt am 28.3.2012 um 1.41 Uhr der Lord erneut nach, Mädels, was ist denn los mit euch? Das eventuell lustige
Ich habe Sonnenbrand, erspare ich uns jetzt mal und gehe über zur Zusammenfassung. Anhand der eben gezeigten Aussagen ist Folgendes festzuhalten. Erstens, ein 13-jähriges Mädchen postet freizügige Bilder. Zweitens, das besagte Mädchen sagt bzw. schreibt direkt, wie alt sie ist. 13 Jahre. Drittens, der Lord nimmt das zur Kenntnis und es scheint ihn kein Stück zu stören. Viertens, mit der Kenntnis über das Alter von Jasmine Peerless, sie hat es vorher bekannt gegeben, weiß der Lord nun, wie die Sachlage ist, und dennoch erteilt der Lord ihr eine Art Freifahrtsschein bzw. toleriert und akzeptiert die Anwesenheit und ihre Bilder mit den Worten: Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Reaktionen. Als die ersten Videos im Februar 2013 zu der besagten Facebook-Gruppe von 2012 auftauchen, reagiert der Lord am 14.02.2013 mit einer PN, die er an die jeweiligen Uploader verschickte. Und der Lord äußerte sich wie folgt. Die Screenshots sind, wie am Datum zu erkennen, über ein Jahr alt. Die Gruppe Imperial Bitches war für Groupies und von Groupies. Ich selbst habe die Gruppe nicht erstellt. Für mich war es das erste Mal, dass plötzlich Mädchen auf mich standen, was ich deshalb verständlicherweise super fand. Ungefähr 14 Tage nach meinem Beitritt habe ich gemerkt, dass in der Gruppe ein minderjähriges Mädchen war. Dass sie minderjährig war, hat man ihr nicht angesehen. Ich bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass es nicht gut ist, was ich in der Gruppe mache und dass all das negative Konsequenzen haben kann. Daraufhin habe ich die Schließung der Gruppe veranlasst. Sehr dankbar wäre ich dir, wenn du nicht weiter den Vorfall aufbauscht, weil es enorme Konsequenzen sowohl für mich und meine Zukunft hätte. Außerdem bitte ich dich, dass du dein Video löscht, denn etwas Unrechtes habe ich niemandem getan und dein Video schädigt meinen Ruf sehr stark. Hab vielen Dank, mit freundlichen Grüßen, der Lord. Reaktionen und Fragen. Nun, für mich stellen sich hier gleich mehrere Fragen. Zum einen kann man anhand der Screenshots sehr deutlich erkennen, dass die Gruppe ja vom 26.02.2012 bis mindestens zum 28.03.2012 bestanden hat. Das sind also wesentlich mehr als 14 Tage. Zum anderen, wie in meinem vorherigen Video die Untersuchung gezeigt, gibt es ja ein Video, und dieses Video ist vom 12.02.2012, also weit vor dem 26.02.2012. Und dieses Video trägt den Titel Anti-ACTA-Demo, ein wirklich epischer Tag. Hochgeladen hat das Video Jasmine Peerless, und diese Jasmine Peerless ist ja das 13-jährige Mädchen in dieser Gruppe. Und gerade dieses 13-jährige Mädchen will der Lord nicht gekannt haben, sondern erst in der Gruppe Imperial Bitches gemerkt haben, dass dort ein minderjähriges Mädchen ist. Wenn man sich das Video Anti-ACTA-Demo, ein wirklich epischer Tag, mal ansieht, dann stellt man sehr schnell fest, dass die beiden sich sehr wohl gekannt haben. Und nicht nur die beiden sind in dem Video zu sehen, nein, auch der Best Buddy vom Lord, Iblali, und Mr. Trashpack sind im Video zu sehen. Wie eben schon gesagt, trägt das Video das Upload-Datum vom 12.02.2012. Und das war ja vor dem 26.02.2012, also vor dem ersten Post dieser Facebook-Gruppe anhand der Screenshots. Kleine Anmerkung aus der Redaktion: Die Demo in Hamburg fand am 10.02.2012 statt. Ich mache das jetzt aber noch mal ein bisschen deutlicher und stelle das Ganze in einen Zusammenhang. Hier zu sehen ein Zeitstrahl vom Jahr 2012 mit den Monaten Februar und März. Laut YouTube beträgt das Upload-Datum von dem Video Anti-ACTA-Demo, ein wirklich epischer Tag, den 12.02.2012. Die ersten Posts von den Screenshots zu der Gruppe Imperial Bitches sind vom 26.02.2012. Ich erinnere nochmal ganz kurz, das war auch der Tag, an dem Jasmine Peerless gesagt hat, dass sie 13 sei, und der Lord hat ihr an diesem Tag auch den Freifahrtschein erteilt, indem er sagte, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Die letzten Einträge aus den Screenshots sind vom 28.03.2012. Vom 26.02.2012 bis zum 28.03.2012 und am 28. hatte der Lord ja nochmal gefragt, hey Mädels, was ist los, sind es genau 30 Tage. Also nix mit, ich hab's erst nach 2 Wochen gemerkt. Vom 12.02.2012 bis zum 28.03.2012 sind es genau 44 Tage. Also auch nichts mit, ich hab's erst nach 2 Wochen gemerkt. Reaktionen Teil 2. Zurück zu den Videos über die Facebook-Gruppe. Nur wenige Tage und teilweise nur wenige Stunden später waren die Videos, die über die Facebook-Gruppe berichtet haben, verschwunden. Teilweise wurde das Löschen der Videos mit den heftigen Reaktionen der Fans vom Lord begründet. Diese Fans hätten ihre Wut in Form von Beleidigungen und wohl auch Drohungen zum Ausdruck gebracht. Unter den E-Mails und PNs, die die Uploader der Videos erhalten haben, sollen auch größere YouTuber, also YouTube-Partner mit einem ähnlichen Status wie der Lord ihn hat, gewesen sein. Sie sollen die jeweiligen Uploader der Videos direkt zur Löschung des jeweiligen Videos aufgefordert haben. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich ja sagen, dass das unter anderem die beiden YouTube-Partner waren, die auch in dem Video von Jasmine Peerless zur Anti-ACTA-Demo vom 12.02.2012 zu sehen sind. Wie es sonst läuft, beziehungsweise der normale Weg solcher Skandale. Vorwürfe, Behauptungen und angebliche Skandale um Stars, nicht nur auf YouTube, werden in der Regel schnell und vor allem gerne aufgegriffen und es wird in diversen Formaten auf allen möglichen Plattformen darüber berichtet. Dann wird der entsprechende und betroffene User oder Star und das Thema in möglichst vielen Videos durch den Kakao oder auch Schmutz gezogen und es wird so lange darüber berichtet, bis es medial nichts mehr zu berichten gibt. Kommt eine Reaktion des Users, um den es in den Videos und Vorwürfen geht, so ist das Thema insgesamt durch oder gerade diese Reaktion liefert die Grundlage für neue Berichte und Videos. Das Ganze läuft so lange, bis es wirklich gar nichts mehr medial zu verwerten gibt. Allenfalls die Zuschauer tauschen sich noch ein paar Tage in den Kommentaren, Tweets und Co. über das Thema aus, aber spätestens dann ist wirklich Schluss. Ein paar konkrete Beispiele zu diesem Schema. Simon Desue, 1000 Euro und eine Xbox. Da gab es Videos und Beiträge en masse, bis hin zu einer Skype-Konferenz mit den beteiligten 3 Mädels, die angeblich die 1000 Euro gewonnen hätten. So konnten sie ihre Sicht der Dinge schildern. Gerade das Video mit der Aufzeichnung des Skype-Gespräches hat so viel Druck aufgebaut und Aufsehen erregt, dass Simon Desue nach vorher wochenlangen Schweigens letztendlich doch Stellung beziehen musste. Skandalbeispiel Maniac Mind. Fang den Dieb und spende. Sowohl die Sache an sich, aber vor allem die Art und Weise, wie Maniac seine Fans dazu animieren wollte, damit sie selbst zu Sheriffs werden. Im eigenen persönlichen Umfeld sollten die Abonnenten die Augen offen halten, ob nicht Freunde und Bekannte urplötzlich eine Digitalkamera hätten oder sich verdächtig machen, weil sie eine ähnliche Videotasche wie Maniac besitzen. Gleichzeitig und schön ins Video eingebaut, rief Maniac zu Spenden auf, damit er sich schnellstmöglich eine neue Kamera kaufen könne. Diese Kamera bräuchte er, um sowohl seine Arbeit als Videoblogger nachzugehen, als auch die Abonnenten und Fans mit neuen Videos zu versorgen. All das sorgte für massig Videos, angefangen von der bloßen Berichterstattung des Vorfalls über Kritik an der Vorgehensweise von Maniac bis hin zu satirischen Beiträgen. Der Druck und das Echo der YouTube-Landschaft war so groß, dass Maniac erst die Kommentare unter seinem Video zu seinen Gunsten filterte und dann die Details seiner neuen Kamera, die er sich durch die Spenden kaufen wollte, änderte. Alles schön unkonkret und vage, damit ja niemand nachvollziehen konnte, wie viel teurer die neue Kamera im Vergleich zur alten und angeblich gestohlenen Kamera sein wird. Genau diesen Punkt der Bereicherung an und durch die Spenden der Fans für ein besseres und somit auch teureres Equipment wurde kurz vor der Abänderung der Details zur neuen Wunschkamera in den zahlreichen Videos stark kritisiert.
Der Druck der Öffentlichkeit war so groß und stark geworden und so wurden erst Kommentare gelöscht und dann die Videos entfernt. Knapp 1000 Euro hat Maniac durch die Spenden eingenommen. 6000 sollte das neue Equipment kosten. Wo die Differenz herkam, man weiß es nicht. Aber das neue Equipment hat er. Beispiel 3. Julians Blog. Okay, bei ihm gab es einige Videos, Aussagen und Aktionen, aber gerade der Stream, in dem er angeblich Kokain konsumiert haben soll, rief alle und gerade die auf den Plan, die sich für nicht zu schade sind und selbst über den letzten Müll, auf Englisch Trash, berichten. Das Ganze lief so gut, dass es gleich zweimal kurz hintereinander für Videos herhalten musste. Erst berichten und moralisch seinen Senf dazu abgeben und anschließend die Moralvorstellung der User, die sie in den Kommentaren abgegeben hatten, im zweiten Video kommentieren. In diesem speziellen Fall war es dem vermeintlichen Skandalverursacher aber so egal oder es passte ihm so gut für Promo und Klicks und allgemein zu seinem Image, dass er diese Berichte und Vorwürfe kaum bis gar nicht beachtete. Generell und allgemein. Je heftiger und größer der Anlass oder Skandal, desto mehr und zahlreiche Videos kommen dazu. Nach diesem Schema wurde bei allen Beispielen und im allgemeinen Verfahren. Zusätzlich kam es auf die Brisanz des Themas an, wie heftig oft oder anhaltend Videos und Beiträge ins Netz gespielt wurden. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass das jeweilige Thema so lange am Leben erhalten wurde, bis es zu einer offiziellen Stellungnahme und oder Reaktion und sei es nur das Löschen von Kommentaren, der Person kam, die Mist gebaut hatte. Ausharren, gar nicht reagieren und warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist, schürt nur Spekulationen und Verunsicherungen bis hin zu den wildesten Fantasien und Theorien. Selbst User, die zu spekulative Beiträge mit eventuell bösartigen Beschimpfungen veröffentlicht hatten, wussten, dass sie sich nach dem Löschen ihrer Videos kurz zu melden und zu erklären haben, warum das jeweilige Video offline ging. Löscht man seine Beiträge bei solch einer Thematik wie dem Lord Abaddon-Skandal, dann ist das einfach nur erneuter Zunder für weitere Spekulationen. Und diese Spekulationen sind aktuell. Erstens. Werden da Fanhorden mobilisiert, um möglichst großen Druck auszuüben, dem der Kritiker letztendlich nicht mehr gewachsen ist und kapituliert? Anhand der Aussagen zu den leider wieder gelöschten Videos über den Skandal, in denen erklärt wurde, warum die jeweiligen User ihre Videos gelöscht haben, und aus persönlichen Gesprächen deutet nichts darauf hin, dass jemand bewusst einen Shitstorm losgetreten hat. Spekulation Nummer 2. Hat man sich intern abgesprochen und aufgrund eines gemeinsamen Interesses oder von geschäftlichen Verbindungen darauf geeinigt, dass alles getan wird, um für Ruhe zu sorgen? Weiß man intern, was wirklich an der Sache dran ist und schweigt sich aus? Da würde ich hier und jetzt schon sagen, dass man da getrost einen drauf lassen kann, doch ich gehe darauf später nochmal ein. Spekulation Nummer 3. Zieht da jemand im Hintergrund an den Fäden, lässt seine Macht und Einfluss spielen, um sich unliebsamen Kritikern zu entledigen? Ich erinnere nochmal an das Beispiel, was ich vom Anfang gebracht habe. Ein User muss gar nichts machen, kann mein Video nehmen und staubt in kürzester Zeit das 20-fache von meinen popligen 200 Views ab? Wieso sollte der das löschen? Wenn das Video in irgendeiner Form gegen irgendwelche Community-Richtlinien oder sonst was verstoßen hätte, dann wäre ja mein Originalvideo auch schon down. Da ich direkt verlinkt wurde, kann ich mir also ganz schwer vorstellen, dass mein Video nicht gefunden wurde. Also wo bleibt mein verdammter Strike? Um nicht gleich in komplette Paranoia zu verfallen und den Mythos der Übermacht von YouTube und Netzwerkpartnern zu schüren, lohnt es sich einen Blick auf das zu werfen, was konkret und unmittelbar passiert und eben nicht passiert ist. Was passiert ist? Der Lord ist aus den Kanalempfehlungen nahezu aller seiner Netzwerkpartner raus. Der Lord ist runter von der Webseite des Netzwerkes, bei dem er unter Vertrag ist. Und zack, am Abend des 4.3.2013 gegen 21 Uhr ist der Lord wieder auf der Webseite. Also Zufälle gibt's? Naja. Von den größeren und großen YouTube-Partnern hat es nur einer gewagt, etwas über den Lord-Skandal zu berichten. Beiträge mit pikanten Details und teilweise sehr forschen Ton kamen ausschließlich von YouTube-Zwergen.
also Zwerge im Vergleich zu den Riesen, die sonst immer berichten und mitreden. Die Berichte dieser YouTube-Zwerge sind zum größten Teil auch wieder verschwunden. Ja, das kann am besagten Ton und vor allem den Details gelegen haben, doch selbst die Erklärungen, wieso die Videos entfernt wurden, wenn es überhaupt gab, sind zum größten Teil gelöscht worden. Selbst angebliche Freunde und Bekannte vom Lord, die Videos mit ihrer Sicht der Dinge, angeblich beruhend auf privatem Kontakt, produziert haben, um für Nachsicht, Rücksicht und Gelassenheit bei dem Thema baten, haben ihre Videos gelöscht. Dem permanenten Kanal der Woche, Herr Müllbündel, war der Ursprung des Skandals zu lange her, als dass er darüber berichten wolle. Denn es geht ihm ja um aktuelle News, soweit seine Aussagen. Was nicht passiert ist. Es wäre unfair, einen fehlenden Bericht vom permanenten Kanal der Woche mit in diese Aufzählung aufzunehmen, selbst wenn man angesichts seiner bisherigen Videos vermuten möchte, dass genau dieser Vorfall für ihn eine Steilvorlage ist. Daher lasse ich es einfach mal weg. Es hat sich niemand aus dem direkten Umfeld vom Lord auch nur im Ansatz offiziell dazu geäußert. Kommentare, dass es sich bloß um einen Fehler aus Unachtsamkeit handelt, wurden lediglich von Zweitkanälen gesendet und sind, oh Wunder, verschwunden. Nahezu keiner der Uploader der nun gelöschten Videos zu dem Vorfall um den Lord hat sich zu den echten Gründen für die Löschung geäußert. Die paar Erklärungen, die noch online sind, wirken alles andere als glaubwürdig. Was privat zu erfahren war, reichte von Benachrichtigungen von YouTube selbst, die besagten, dass Urheberrechtsansprüche von Dritten eingereicht wurden, und das bei Videos, die nur zensierte Screenshots zeigten. Selbst ein Netzwerk soll Strikes verteilt haben und laut den Aussagen ging es bis hin zu Androhung von rechtlichen Konsequenzen und schriftlichen Unterlassungserklärungen und dem Einschalten eines Anwaltes. Da keine Beweise oder Belege für diese Aussagen ausgetauscht wurden, lassen solche Äußerungen zu viel Spielraum für wildeste Spekulationen. Fakt ist nur, die Videos mit den Screenshots sind weg. Was privat von den an dem Skandal direkt beteiligten Personen als bestätigt angesehen werden kann, ist, dass die Veröffentlichung und die Bereitstellung der unzensierten Screenshots und vor allem der dort ausgetauschten pikanten Bilder juristisch verfolgt bzw. dagegen vorgegangen wird. Auch knapp 3 Wochen nach dem ersten Aufkommen der Screenshots, die die Grundlage aller Vorwürfe bildeten, gibt es keine Stellungnahme vom Lord. Alles geht seinen scheinbar gewohnten Gang. Und es ist so ruhig geworden, dass man fast das Gras wachsen hören könnte. Aber vielleicht ist ja genau das auch gewollt. Denn wer vom 26.07. bis zum 28.07.2013 ein imperiales Zelten für und mit Kindern ab 14 Jahren veranstalten möchte, braucht definitiv keinen Skandal, bei dem es um erotische oder sogar pornografische Bilder von Kindern und Jugendlichen geht. Egal, ob diese Bilder freiwillig zugeschickt wurden oder nicht. Also entweder springt der Sponsor der Energy Drinks ab, die laut Angaben der Homepage die einzigen Getränke sind, die man in dem Camp kaufen kann, oder kein Elternteil lässt zu, dass sein Kind für 2 Nächte in ein Camp fährt, dessen Veranstalter die Scheiße gut am Hacken hat. Und damit meine ich nicht nur, was er selbst getan bzw. zugelassen hat. Denn wie bei jedem guten Krimi mit adliger Beteiligung ist der Schuldige immer der Gärtner oder der Butler. Und nur weil es thematisch zu einem Lord passt, wundert es wohl keinen, dass die Meinungen fast alle in die Richtung gehen, dass auch in diesem Fall die Schuld allein bei den Bediensteten, den Untergebenen, zu suchen und auch zu finden ist. Und weil der Lord eben selbst nichts sagt, werden die beteiligten Frauen, ganz weit vorne Jasmine Peerless, mit Beleidigungen und Spott überzogen. Denn der Adel, der Lord, kann ja nur unschuldig sein. Na dann, ein Hoch auf den Adel, Lord. Es verabschiedet sich Sherlock Holmes, alias die Stimmen aus dem Off.